Ich meine, es ist allgemein viel zu ruhig. Ist es euch schon mal aufgefallen? Es kam bis jetzt noch kein Gegner. Nur kurzzeitig noch diese kleinen Fallen, aber ansonsten nichts weiteres. Das Wasser gefällt mir nicht. Warum ist da ein Kronleuchter? Hey. Warum muss ich da rangleiten oder was? Was denn hier? Hey Alistair, warum gehst du nicht runter und stellst dich für sie auf die Platte? Warum gehst du nicht runter und hältst die Tür auf? Ich mach das mit Absicht, ja? Auch wenn der Tod qualvoll ist. Ich hatte mir schon irgendwie es gedacht, dass ich da irgendwas auslöse. Deswegen bin ich am Anfang auch da außen herumgegangen halt. So. Damit ich sie jetzt nicht erneut ertrinken lassen muss, werde ich sie speichern, damit ich direkt gleich da laden kann. Denn ich hatte ja da noch nicht gespeichert. Achso, das sehe ich da so jetzt, dass da hinten zu ist. Ich dachte, es war die ganze Zeit offen gewesen und ich habe das jetzt zugemacht. Okay, dann nochmal den Dialog. Gehst du nicht runter und stellst dich für sie auf die Platte? Warum gehst du nicht runter und hältst die Tür auf? Kann man da rein? Oh Gott, ich bin doch extra. Siehst du die Kiste da oben auf dem Regal? Die könntest du auf die Druckplatte stellen. Das ist keine Kiste, das ist ein Sarg. Jede Wette, dass er bewohnt ist. Meinen Sie das da oben oder was meinen Sie? Ich habe hier keine Kiste gesehen. Ohne Witz, welche Kiste meinen Sie jetzt? Oder beziehungsweise sag. Das Einzige, was mir hier in den Sinn kommt, ist der hier. Ich glaube, sie meinten das. Yay.
Was ich immer hasse, wenn sie ganz woanders hinspringen. Jetzt macht das hier auch Sinn. Mädchen. Den Sarg! So, das ist jetzt aber Ihre allerletzte Ruhestätte, Sir. Hatten alle Ihren Spaß? Gut, dann machen wir uns wieder an die Arbeit. Geht sie noch da rein, obwohl sie es nicht machen sollte? Ich ändere dann mal eben meine Reisepläne, dürfte aber nicht lange dauern. Feigling, keine Sorge, Lara. Ich hab dich immer noch im Auge. Aber unter Wasser hörst du mich vermutlich kaum noch. Gott sei Dank. Auch ernsthaft? Ich weiß, da ist ein Hebel, aber ich möchte den jetzt ungern noch ziehen. Komme ich überhaupt da zurück? Natürlich nicht. Ja, gehst du mal daran? Hat doch irgendwas geleuchtet oder nicht? Nein. Jetzt nimm den Scheiß doch! Sag mal! Mädchen, du sollst das Geheimnis nehmen. Ja. Das war ein Silbergeheimnis.
Ich glaube, da geht's nicht weiter, gell? Sieht nicht. Alter! Trau das nicht. Ich muss aber da durch. Ich dachte, es ist eine Strömung. Ohne Witz, ich bin ein bisschen paranoid. Ich habe irgendwas gehört. Seht euch das an. Oh, das ist großartig. Hm, das ist interessant. Hey, ich hab da irgendwas gehört. Wieso ist diese Stadt so hässlich groß? Kann die sicher mal wieder ein bisschen kleiner gemacht werden, damit ich besser sehen kann? Jetzt hör doch mal auf, die Sicht zu groß zu machen, ey. Das ist nervig. Bestimmt irgendwas zeitgebunden. Ja, wieso traust du nicht? Kann die da nicht tauchen? Wieso kann sie da nicht tauchen? Hä? Ich möchte das nicht verstehen. Was ich nicht verstehe? Ich bin extra so ausgerichtet und sie macht wieder ganz woanders. Und es war mir klar, dass es wieder automatisch nach oben geht. Hör doch mal auf mit dem Kack. Ich brauche irgendwas, dass ich da hochkomme. Und hier ist definitiv noch irgendwo ein Geheimnis. Kontrollpunkt, yay. Ach nö. Was flöchtet eigentlich da bei der Säule? Hä?
Und nun? Da oben könnte irgendwas sein. Ah! Die hat wirklich bei so einer kleinen Höhe viel Schaden bekommen. Wow. Das einzige Positive ist bei diesem Level ist, dass man mal ein bisschen ruhiger hat, sondern ein reines Rätsellevel hat. Sowas mag ich, wenn Abwechslung gibt. Alter. Manchmal ist er echt verblödet, kann es sein? Boah, Mann! Da zieht man mal mit Absicht nicht dorthin. Dann macht sie es trotzdem nicht. Aber wenn ich irgendwas anderes anvisiere, quasi, dann nimmt sie was ganz anderes. Ist das dein Ernst? Ich drück ganz normal nach vorne und sie dreht sich einfach. Wieso hält sie sich nicht da fest? Es ist genügend Reichweite da. Auch wenn das Spiel schon gewissermaßen Spaß macht, ist es auch wiederum ein bisschen unreif bei manchen Dingen. Wieso? Boah, Alter. Dabei ist das Spiel nicht mal schwer. Jetzt dreht sie sich schon wieder. Lara, wenn ich möchte, dass du dich drehst, dann tue ich das auch, richtig? Wir haben gleich 40 Minuten. Ich möchte noch beim nächsten Kontrollpunkt pausieren. Wie kann man sich nur so blöde anstellen? Du verschwendest echt meine Zeit damit, weißt du das? Und rechne halt die Fresse. Ich kann die gleich Stecker eingesteckt und rausgezogen gleich geben. Und zwar den Hauptstecker, der dich anmacht. Ja, wieso sprengst du auch nicht? Oder denkst du, ich mache das auch Spaß? Wow. Hauptsache, sie braucht sehr viel Schwung, damit sie diesen Scheiß schafft. Hat es gerade nicht gebebt? Ist mir eigentlich im Grunde egal. Wieso ist manchmal auch die Steuerung hier verkehrt? Ohne Witz. Aber jetzt kann ich wenigstens eine Spielpause machen. Dann bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Ich glaube, ich hätte schon längst beim nächsten Level sein können.
Aber weil sie sich manchmal echt kompliziert handelt und so alles. Oder allgemein alles so ein bisschen kompliziert ist. Von der Steuerung. Passiert halt sowas manches. Wie dem auch sei. Bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, meine Stimme ist ein bisschen im Arsch. Oder ich habe einfach einen Frosch im Hals. Okay, aber jetzt wirklich. Tschüss.